Oliver Pucher, 42, hat schon wieder Grund, sich über Sarah, 28, und Dominic Harrison, 28, aufzuregen. Seit Tagen hat er das Ehepaar auf dem Kiekel, seiner Meinung nach vermarkten sie ihre Tochter zu sehr im Netz und auch ein kürzlicher Dubai-Urlaub der Familie war ihm wegen der aktuellen Situation ein Dorn im Auge. Nach einer Ansage an die beiden folgte ein Shitstorm, den die Influencerin nicht gut verkraftete. Jetzt stellte das Paar ein neues Video online, in dem unter anderem auch Pietro Lombardi, 27, sowie Giovanni, 42, und Jana Inazarella, 43, auftauchten. Olli deckt nun auf, wieso seine Freunde und Bekannte in dem Clip zu sehen sind. Die Nachricht, die die Harassans mit dem Video auf Instagram verbreiten wollen, lautet nicht nur zu Hause zu bleiben, auch Mobbing auf Social Media soll der Kampf angesagt werden. Dass Oliver Hass im Netz verbreiten würde, war in jüngster Vergangenheit ein Argument von Sarah, Dominic und er fühlt sich dadurch natürlich angesprochen. Sie nehmen jeden, über den ich schon mal etwas in meinem Comedy-Programm gesagt habe und meine Freunde und locken sie in ihr Video, indem sie einfach was anderes erzählen, fasst er die Situation aus seiner Sicht zusammen. Sie haben diversen Leuten einfach kurze Ausschnitte gezeigt, zum Beispiel auch Pietro. Da hieß es einfach nur, bleib zu Hause. Stoppt Hass, stoppt Mobbing, davon war nie die Rede, erklärt der Blondschopf den Auftritt des DSDS-Stars in dem Video der Harassans. Ganz klar sei auch, sein Kumpel Kai befinde sich in seinem Ausschnitt im Studio der Castingshow, der Sänger war zu dem Zeitpunkt also gar nicht daheim. Und auch die Nachbarn des Komikers und seine Frau Amira, die Sarella, sind an Bord, die sind auch mit in diese Nummer reingeraten, die möchten einfach nur mit den Harassans eine gute Nachricht verbreiten, okay, geschenkt. So ist es nun mal, kommentiert er die Szenen.